Boah, der hat Werte. What the fuck? Er hat keine Ausrüstung, keine Waffenstufe in irgendwas. Eine Geschwindigkeit von 24. Boah. Und eine Verteidigung von 13. Der hat nicht mal Resistenz. Ich kann den holen. Locker easy. Es sei denn, der hat noch irgendwie so eine richtig dicke Trumpfkarte, mit der er mich richtig hart ficken wird. Aber das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass er nur ein Lappen ist, der hier die Magie blockt. Aber ich weiß nicht, was ihm das bringen sollte. Ich meine, sind wir seine Feinde? Wahrscheinlich, aber ich kenne ihn nicht. Ich bin mir relativ sicher, dass der Typ hier mein Feind ist. Dieser Ion. Ei. Eule der Black Fun. Gehorcht nur Nergal. Ja, das ist schön. Und wen haben wir hier eigentlich? Der muss aber... Bringer der Stille. Seine Identität ist unbekannt. Ja, er trägt eine Kapuze, aber er ist schrumpelig und alt. So, was haben wir hier? Haben wir hier was? Da kann ich besuchen. Ah, das ist ein Dorf, okay. Wer ist da? Was wollt ihr? Ich bin... Er ist ein französisches Auto! Ich bin Renault. Ich befinde mich auf einer Pilgerfahrt. Was? Ein Bischof? Erschreckt mich nicht. Was macht ihr hier? Ihr scheint nicht zu der schwarzberobten Gruppe zu gehören, auf die ich vorhin traf. Das sind unsere Feinde. Wenn ihr euch nicht einmischen wollt, solltet ihr versteckt bleiben. Ich bin mir sicher, dass ich euch nicht dazu überreden kann, eure Waffe niederzulegen. Und da dies so ist, gebe ich euch dies. Was? Ich mag euch helfen, euer Leben etwas länger... Mann, ey, heute regt mich das auf. Es mag euch helfen, euer Leben ein bisschen länger zu erhalten. Ihr könnt vielleicht noch einen anderen Pfad beschreiten, wenn ihr überlegt. Überlebt, Mann! Mein Dank ist euch gewiss. Möget ihr in eurem Vorhaben behütet und geschützt sein. Dies wünsche ich euch auch, eure Exzellenz. Dankeschön. Jetzt halt die Fresse. Oh mein Gott, war das nervig. So, wir werden nur von zwei Einheiten angegriffen. Das hätte man durchaus vermeiden können. Aber Kenzer hat natürlich den Lanzenmeister, der absolut OP ist. Und jetzt fickt er jeden weg. Er fickt ihn weg. Ficken weg. Wow, mit dem langen Speer. Hattest du ernsthaft Hoffnung, dass du mit 9% Wahrscheinlichkeit triffst? Das ist natürlich bitter jetzt. Aber ich wurde nicht getroffen, also es ist doch nicht bitter. Ihr seid alle schlecht. Der wird mich jetzt aber treffen, dankeschön. Ich dachte schon, ich hätte Glück. Witzig. Hätte ja sein können. Nicht. So, nun. Der Grund, warum ich euch mitgebracht habe, meine Pegasiritter. Knallt die Magier an die Wand. Dankeschön. Der Crit war unerwartet, aber er ist immer willkommen. Ein kurzer Cut findet hier statt. Tschüss! So, da sind wir wieder. Ich muss die Maus noch aus dem Bildschirm bewegen und dann kann auch gleich loslegen, auf Diebe und böse Menschen zu schießen und sie zu erlegen und ein Stück zu schneiden. Und ich habe schon wieder die falsche Person angegriffen. Wie kann das jedes Mal sein, Ken? Kannst du mir das mal erklären, wie du es immer schaffst, die falsche Person anzugreifen? Das wäre richtig schön, wenn du das mal lassen würdest. Dankeschön, weil jetzt kriegt Fiona eins auf die Fresse. Und das hätten wir echt vermeiden können, Bruder. Dankeschön. Ach, Mann, wie unnötig war das denn jetzt bitte? Ja, geil. Guy hat ja gerade seine Göttin bekommen und kann sich dann freuen. Kenneth kann auch zu Hause bleiben, weil bringt halt nicht viel. Ach man, Ken, warum bist du so ein Vollidiot? Ganz ehrlich, du hättest das so einfach und easy, ohne Probleme, alles gut. Nein, ich bin ein Hurensohn. Kann sie eigentlich heilen? Nein, heilen gehört auch zur Magie und ist in diesen Bereichen verboten. Dann kann es tatsächlich nicht so einfach sein. Sane, geh mal bitte raus, dann können wir dich nächste Runde heilen. Oh, das ist so überflüssig jetzt. Und mit 30% trifft er natürlich. Ist klar. Also so ist das natürlich immer schön, wenn man getroffen wird. So. Gucken wir mal, ob Rebecca den schon mal ziemlich zurichten würde. Ja, schon so ein bisschen, schon so einigermaßen, schon so halb. Schon so 3 Viertel, 9, 8, 27,5, 7, 3, 9. Achtel. So, fick ihn weg.
Sollte kein Problem sein, selbst wenn du jetzt verletzt wirst. Sollte das kein Problem werden, da er ganz einfach geheilt werden kann. Oder ich lasse ihn einfach weiter hinten, denn... Oh, das ist natürlich ein angenehmes Level-Up. Ich lasse ihn weiter, einfach weiter hinten, da mir Magie in diesem zukünftigen Raum nichts bringen wird. Ich werde natürlich jetzt gleich versuchen, die Typen da hinten herauszufordern und diesen komischen Grab-irgendwas-Typen da zu töten. Weil ich so das Gefühl habe, dass der gefährlich wird. Und der könnte ziemlich viele... EP bringen. Lebendes magisches Siegel blockiert jegliche Magie. Ja. Das ist, toll. Fragezeichen, Ausrufezeichen. So, der ist ein Scharfschütze. Ich bin mir relativ sicher, dass Rebecca das handeln kann. Also zumindest einen Hit von dem zu kassieren. Ich werde sie dennoch mit dem Heilmittel hier hinstellen. Damit alles safe ist. Damit alles, ist alles safe to go. Dann haben wir nämlich schon mal einen Morph. Was? Morph? Warum Morph? Kreatur erfüllt von unnatürlichem Leben. Ach, das sind Zombies. Oh. Okay, dann schießen wir auf Zombies. Ist ja auch mal was Angenehmes. Also ich hatte noch nie was gegen Zombies, aber... Zombies? Kommen in vielen Fire Emblems vor, Untote. Also, ich kann mir eigentlich gerade keins denken, in welchen sie nicht vorkommen. Aber... Jetzt schon? Und so grundlos vergleichsweise? Und Guy, renn hinterher, du wirst den finalen Schlag abbekommen. Nein, wirst du nicht, du wirst einen Scheiß bekommen. Okay, zwei Magier hinten. Wie zu erwarten, kommt auch irgendwann Verstärkung. Dann bleibt Guy hier oben. Und wenn möglich, wird der Merlinus helfen. So, ich stelle mich dann offensiver hin. Aber erst nachdem ich geheilt habe und natürlich auch nicht die Leute in Gefahr, die in Gefahr sein könnten. Irgendwann wird mich der Bogenschütze angreifen müssen, spätestens wenn ich hier attackiere. Ich habe nicht zu erwarten, dass irgendetwas auf mich zurückfließt, weil es ist blockiert. Donner! Donner, höre meinen Ruf! Tut mir leid, Ihre Leitungen sind temporär alle belegt. Ja, du hast verloren. Ziemlich. Jetzt muss ich der Lanze. Ich bin mir nicht sicher, da mein Lanzenmeister wird sofort wird gleich zerbrechen und ich möchte ihn definitiv gegen diesen Ritter dort einsetzen. Und deswegen werde ich das auch tun. Und ihn mit dem Lanzenmesser hier hinstellen. Alle anderen Einheiten werden hinten bleiben, da ich denen das durchaus zutraue, dass sie mich gleich alle wegficken werden to the fullest. So, ich bin gespannt. Aion darf sich heilen, aber angreifen kann er, wie gesagt, nicht. Die Einheiten da oben machen ihren ersten Zug. Ich bin scheiße dämlich. Ich bin so scheiße dämlich. Also, meine Magieeinheit ins einzige Feld zu stellen, was man nicht, wo man die Magie nicht benutzen kann in diesem Gebiet, ey. Also, gefühlt ist es natürlich eins von mehreren, aber ich bin schon richtig, richtig, richtig schlau. So, ich werde nicht angegriffen. Ja, dann mache ich das erstmal so, wie ich es vorhatte. Und töte den Dude hier. Aion. Dann werde ich Kent und Sane heilen. Sane müsste ja bereits voll sein. Dann haben wir das Problem gelöst. Sane, schlag mal kurz auf den Typen ein, der wird wenig machen können. Ja... Im Eisenschwert wird das reichen. Ja, schade, dass er ausgewichen ist. Ich mag seinen Mantel. Das sieht cool aus. Die Farbe ist jetzt nicht ganz meins, aber... Naja, eben das seine, ne? So, sie kann weiter heilen. Halt Kent möglichst weit hoch, um ihn fertig zu machen für das Battle, was ich gleich gegen den kleinen Hurensohn da hinten austragen werde. Ich weiß nicht, ob ich das hier in eine Folge cutten kann, da es sich nicht so in die Länge gezogen hat, wie ich es gedacht habe. Ich muss ja jetzt auch viel schneiden wegen meines kurzen Cuts, den ich vorhin vollführen musste. Das heißt, kurz für mich waren das 20 Minuten. Musste kurz weg. Nicht so wichtig. Ja, dankeschön. Kann er Merlinus angreifen? Nein, kann er nicht. Okay, gut, gut, gut. Dann ist das ja alles gut, gut, gut. So, da die mich nicht anzugreifen scheinen, könnte ich jetzt hier vorrücken. Aber ich traue mich das nicht. Solange Bogenschützen stehen, werde ich mich keinen Zentimeter bewegen. Ich
Ich glaube, die werden auch erst reagieren, sobald ich sie angreife, da sie den Kishuna beschützen sollen. Dann werde ich mit Eliwood und Lündis hinterhergehen. Ebenfalls mit Hector. Hector wird jetzt gleich den finalen Schlag gegen den Typen da oben kriegen. Einfach aus dem Grund, weil er sehr, sehr von den EP hinterherhängt. Fiona kann sich nochmal heilen lassen. Die Namensgebung dieser Eltern. Fiona, Fiora, weiß ich nicht. Feuer. Keine Ahnung. Wieso sind die so geil und nennen ihre Kinder alle ähnlich? Die kannst du doch null auseinanderhalten. Ich bin jetzt schon mit... Also Fiona kann ich mir... Fiora, Fiona, Florina... Ich bin verwirrt! Mann! Man kann die Zero auseinanderhalten. Hört auf! Hört auf! Ich mag das nicht. Oh, ein Crit! Nice! Aber mehr als seine gesamte Lebensenergie kannst du wohl nicht aussaugen. Das muss doch eigentlich eine ziemlich brutale Hinrichtung sein, oder nicht? Naja, so mag das sein. Ich möchte nur einmal sehen, wie viel Schaden ich kassiere. 16. Oh. Das ist ein bisschen sehr viel. Da werde ich dann Ken tatsächlich mit dem Lanzenmeister brauchen und gleichzeitig angreifen. In der Zwischenzeit versuchst du es noch einmal mit dem Eisenschwert. Diesmal trifft es auch nicht. Das ist immer schlecht. Also er heilt sich ja gerade hoch. Ich könnte jetzt auch hier derbe EP farmen gehen. Das wäre auch nicht das Problem. Ich versuche ihn allerdings jetzt mal mit dem Stahlbogen zu treffen. Ja, schade. Der hält sich gut für die Tatsache, dass er eigentlich ziemlich am Arsch ist. Angesichts der Tatsache, dass er keine Waffe einsetzen kann. Also, er könnte halt, selbst wenn er eine Waffe dabei hat, also er hat Waffen dabei, aber er kann sie nicht einsetzen. Und das ist natürlich schlecht für ihn, gut für mich. Einigermaßen. Also, für mich ist es jetzt nicht auch hundertprozentig gut, aber es ist mir dann tatsächlich doch ganz, ganz, ganz wohlgesonnen, dass der sich hier aus dem Kampfgeschehen hält. Ich wüsste nicht, was ich sonst tun sollte, da er sehr, sehr stark ist. Und mich wahrscheinlich auch mit dem Gewitter über lange Distanz sehr hart hätte penetrieren können. Ich bin gespannt. Den Kampf würde Rebecca tatsächlicherweise verlieren. Da, mach doch los jetzt. Auch mit dem Eisenbogen. Nee, also mit dem will ich mich eigentlich nicht anlegen. Da die ziemlich, ziemlich stark sind. Selbst mit dem Lanzenmeister hat er hier eine ziemlich, ziemlich gute Chance. Und der Lanzenmeister zerbricht leider gleich. Hätte ich ihn vorher nicht so genutzt, hätte ich es vielleicht versucht. Aber das ist leider der Fall. Also werde ich mir jetzt hier nicht die Hochnäsigkeit gönnen, die da hinten anzugreifen, solange die uns in Ruhe lassen. Ich muss einfach nur warten, bis Sane hier mal seinen Treffer landet. Das wäre dann ganz gut. Dann hätte ich auch mal Spaß am Leben. Rebecca zieht auch wieder vorbei. Das ist vielleicht eine Nervensäge jetzt, dass er immer ausweicht. Aber ja, so ist das Leben. Nee, dann beende ich jetzt die ganze Zeit meine Züge, bis ich es halt geschafft habe, den mal hier zu verletzen. Vielleicht nehme ich auch jemanden treffsichereren als ihn. Und mit dem Bogen kann ich natürlich nochmal angreifen. Vielleicht treffe ich diesmal. Ich treffe diesmal. Alles in Ordnung. Und Ellie Wood könnte das machen. Hector hat wahrscheinlich überhaupt gar keine Trefferchance. Nö. Kann ich ihm auch keine EP geben. Das wird ja Jahrzehnte dauern. Ja, er trifft. Damit ist alles in Ordnung. Ion wird sich nächste Runde wieder heilen. Ich werde jedenfalls wieder versuchen, mit zwei Leuten anzugreifen. Und das funktioniert dann hoffentlich auch. Eliwood ein sehr, sehr gutes Level-Up. Hat er diesmal weniger regeneriert? Sind irgendwie nur drei oder so. Oder ich bin einfach ein bisschen sehr, sehr behindert. So, Rebecca, trifft bitte nochmal. Das wäre ganz schön. Nein, natürlich nicht. Aber sie bekommt einen Erfahrungspunkt und das ist natürlich immer sehr, sehr gut. Hoffentlich ist das Level aber auch brauchbar. Es ist in Ordnung. Es gibt Schöneres, aber Stärke wird bei mir immer sehr begrüßt. So, Lynn sollte auch was erreichen können. Nein, auch nicht. Manchmal sind die Ausweichanimationen richtig cool. Wenn zum Beispiel ein Pfeil kommt, dann geht halt der, was ist ja, der Weise, so einen ganz kleinen Schritt nach hinten, so einen ganz kleinen Schritt nach hinten, wirkt damit voll cool. Aber wenn
offensichtlicherweise doch ziemlich sichtbar mit einem Schwert durch dich durchgeschnitten wird. Zum Beispiel bei der Lanze verstehe ich das. Das ist vollkommen in Ordnung, dass er so cool nach hinten ausweicht. Aber das ist bei dem Schwert nicht möglich. Sie schlägt nämlich zur Seite und dann kannst du nicht einfach einen Schritt nach hinten gehen. Da musst du schon ausweichen. Oh. Oh, cool. Dann kann ich jetzt nochmal angreifen. So, mit Hilfe der Eisenlanze, die hoffentlich trifft. Nein. Der weicht nur aus, ey. Der geht mir so auf den Sack. Vor allem, der streckt jetzt unnötig die Folge. Ich will es eigentlich kurz halten. Also, ich wollte es ja eigentlich in dem Bereich halten, dass man das in einer Folge hochladen kann. Und das wird auch wahrscheinlich immer noch so sein, dass sie in einer Folge hochladen werden. Die wird aber mega lang. Und das ist mega scheiße. Mann, ey, kannst du jetzt bitte verrecken? Nein. Gut. Dann gibt es jetzt einen kurzen Cut, wenn er sich mal wieder treffen lässt. Oder nein, ich mache jetzt hier keinen Cut, da habe ich keine Lust drauf. Ich werde euch einfach zeigen. Lass dich nicht treffen, warum nicht? Hurensohn. Unnötige Zeitverschwendung. Bastard. Hässiger Hurensohn. Auch nicht. Doch, danke. Fick dich. Mann, was ein Hurensohn. Hässlicher. Mal absetzen. Stehen, stehen. Was machst du da? Ey, so eine unnötige Scheiße. Ach, ich könnte schon wieder kotzen. So, Ende. Er regeneriert sich wieder, weil er sich total toll fühlt. 3 HP wieder. So, ich schieße ihn wieder in die Fresse. Wenn es immer trifft. Nein. Dann versuche ich ihn wieder mit dem Schwert zu treffen. Mit der Lanze. Oh, es trifft. Großartig. Sonst in der nächsten Runde dann nur noch einer treffen. Das ist unnötig. Weil er kann sich ja nicht wehren. Warum versucht er zu überleben? Du bist tot, Bruder. Akzeptier es einfach. Akzeptier einfach, dass du verloren hast. Manchmal bringt dir das ein bisschen was. Meistens nicht. Aber, come on. Du siehst doch, dass du hier nichts mehr machen kannst. Also halt die Fresse. Und verreck endlich. Es wäre natürlich geil, wenn jetzt wieder keiner trifft und es wieder Jahrzehnte dauert, bis ich ihn treffe. So, bitte bring ihn um jetzt. Danke, endlich. Spar dir deinen unqualifizierten Dreckskommentar, du hässlicher Mann mit grünen Haaren und großer Nase. Ist euch mal aufgefallen, Erkennungsmerkmal Nummer 1 bei den Schurken in diesem Spiel ist die große Nase? Ist irgendwie immer so. Jeder, der eine große oder komisch geformte Nase hat, sofort böse. Immer. Instant. Seid ihr wohlauf? Ja, irgendwie, Elliwood, es tut mir so leid. Ich habe die Dinge gesagt, die ich jetzt bitter bereue. Nein. Es ist alles in Ordnung. Niemand trifft die Schuld. Ich kann es nicht genau sagen, was hier abgeht, aber es ist schon scheiße hier, ja? So, ich würde sagen, das war's dann auch für die heutige Folge. Und ich versuche jetzt nochmal ein bisschen Story reinzubringen. Wir wollten uns darauf konzentrieren und vorankommen. Dann lasst uns zum Drachentor eilen. Dankeschön. Das war das bisschen Story, was ich gemeint hatte. So. Dankeschön fürs Zusehen. Haut raus. Ciao.